Gold hat den schlechtesten Monat seit 5 Jahren hinter sich. Ist der Goldpreis damit jetzt angeschlagen? Drohen jetzt weitere Kursverluste? Oder ist es eine sehr gute Einstiegschance? Und wovon hängt das ab? Darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Wir können ein Jubiläum feiern gerade. Vor fast genau 50 Jahren, im August 1971, da haben die USA die Bindung des Dollar an Gold aufgehoben. Bis dahin war der Dollar Gold gedeckt. Die Notenbank hat garantiert, dass andere Notenbanken jederzeit 35 Dollar eintauschen können in eine Unze Gold. Das war dann aber nicht mehr haltbar und damit hat aber auch die Geburtsstunde geschlagen für Gold als einen eigenständigen Vermögenswert. Manche sagen auch, das war das IPO von Gold. Vorher, in den Jahrzehnten vorher, da hat es jetzt nicht so viel Sinn gemacht als Privatmann, wenn man Gold kauft. Da hat man sein Geld genauso unter das Kopfkissen legen können, weil Geld war Gold. Und die US-Bürger zum Beispiel, die durften ja auch gar kein Gold kaufen. Das war dann aber alles vorbei und seitdem führt Gold ein eigenständiges Leben, unabhängig vom Dollar und von den anderen Währungen. Und bei allem, was wir heute zum Beispiel auch besprechen, sollten wir immer daran denken, wie sich Gold seitdem entwickelt hat. Das ist ein Langfristchart. Vor 5 Jahren sind wir natürlich gestartet bei 35 Dollar. Heute haben wir einen Goldpreis von 1790 Dollar. Das heißt, der Goldpreis hat sich seitdem ver-51-facht. Und wer sich 1971 damit eingedeckt hat, der wird sicherlich ganz zufrieden damit sein. Zurzeit sind die Goldfans weniger zufrieden. Der Juni, der war für Gold der schlechteste Monat seit 5 Jahren. Gold ist um 6% abgerutscht und das ist für Gold nicht wenig. Und das meiste davon auch innerhalb von wenigen Tagen. Das hat die Goldbullen hart getroffen, weil wir ja in der Zeit leben, wo man sowas jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Und darum war auch viel die Rede von einem Kursmassaker bei Gold oder wie hier in einem Video auf YouTube von einem Blutbad ohne Sinn und Verstand. Und in dem Zusammenhang hier haben wir auch eine Szene aus dem letzten Goldvideo von meinem sehr geschätzten Kollegen Sebastian Hell, der ja im Grunde ein Goldbulle ist. Ja, Sebastian hat jetzt natürlich nicht gesagt, dass das ein Blutbad war, aber achten Sie hier mal auf die geheimen, unterschwelligen Botschaften. Sehen Sie den Hintergrund. Wenn das mal kein Blutbad ist, meine Damen und Herren, als hätte er vorher mit einer abgesägten Schrotflinte rumgeballert. Und erzählen Sie mir jetzt nicht, dass das Kunst ist. Für mich ist das, was wir hier sehen, entweder ein unbewusstes Goldpreis-Alarmsignal oder ein Tatort. Aber Spaß beiseite, es ist natürlich ein sehr gutes, sehr informatives Video, das man auch nur empfehlen kann. Wie immer beim Sebastian natürlich. Das ist der Goldpreis auf ein Jahr in Dollar. Es ist ja noch nicht wirklich dramatisch, was da jetzt passiert ist. Das Problem ist nur, von März bis Mai, da hat sich der Goldpreis ja wieder erholt, weil die Inflation in den USA stark gestiegen ist, aber die Zinsen nicht. Und es ist dann ja auch logisch, dass da der Goldpreis steigt. Aber dieser Anstieg, der ist jetzt zum größten Teil schon wieder ausgelöscht worden. Und damit, das muss man auch sagen, damit ist Gold eine Anlage, zumindest auf Sicht von einem Jahr, das sich schlechter entwickelt hat als fast alles andere, was man so kaufen kann. Und das ja, obwohl wir eine Notenbankengeldschöpfung haben zurzeit in einem nie dagewesenen Ausmaß, obwohl die Inflation in den USA im Mai auf den höchsten Stand geklettert ist seit 2008 und ja auch, obwohl unsere ganze Sachwertemafia seit der Corona-Krise ununterbrochen auch uns sagt, dass es gegen solche Entwicklungen nur ein einziges Gegenmittel gibt, nämlich Gold kaufen. Aber warum läuft es dann so schlecht? Es hat bei vielen Goldfans eine Lernkurve gegeben in den letzten Jahren. Früher haben viele ja immer gesagt, ich kaufe Gold als Inflationsschutz. Aber dann sind so Klugscheißer wie ich gekommen hier und haben gesagt, Inflation, ha ha ha, wie naiv.
Der Goldpreis hängt doch nicht von der Inflation ab, sondern von den Realzinsen, und zwar von denen in den USA. Und da habe ich dann immer wieder auch ganz gern so Grafiken gezeigt, so wie die hier. Auch die Grafik ist von der Fed St. Louis übrigens, die gehört auch zum amerikanischen Notenbankensystem. Und man muss ihr schon zugute halten, sie informiert immer sehr gut auch über die Folgen ihrer eigenen Politik. Und wir haben hier also den Goldpreis in Orange. Und das Grüne, das ist die Rendite auf 10-jährige US-Staatsanleihen abzüglich Inflation. Also das, was an Zins übrig bleibt. Und wir sehen schon, es gibt da einen Zusammenhang. Also je höher der Zins abzüglich Inflation, also der Realzins, desto niedriger ist oft der Goldpreis und umgekehrt. Und das ist ja auch ganz plausibel, weil wenn ich am Markt real noch Zinsen bekomme, dann wird Gold dadurch uninteressanter und umgekehrt. Das ist ein bisschen so eine Faustformel immer gewesen. Da hat man sich meistens schon ganz gut auch dran halten können. Nur im Moment, da funktioniert das überhaupt nicht. Weil Sie wissen ja, die Inflation steigt in großen Schritten in den USA zurzeit. Im März war der Verbraucherpreisanstieg noch bei 2,6% zum Vorjahr, im April dann bei 4,2% schon und im Mai bei 5,0%. Und die Zinsen im Gegensatz dazu, die gehen sogar wieder zurück. Hier die Rendite, 10-jährige US-Staatsanleihen die letzten 12 Monate. Vom Corona-Schock haben sie sich gut erholt, aber ausgerechnet die letzten Monate steigen sie nicht mehr, sondern sind jetzt sogar wieder auf unter 1,5% gefallen, bei einer stark steigenden Inflation. Und dass dadurch die Realzinsen jetzt natürlich immer mehr ins Negative rutschen, ist klar. Nur Gold profitiert davon null. Die fallenden Zinsen an sich, die sind ja auch schon relativ mysteriös. Also natürlich kauft die Fed auch Anleihen am Markt und natürlich gibt es jetzt auch wieder mehr ausländische Käufer, die die Zinsen auch drücken, weil zum Beispiel in der Eurozone, da kriegt man ja noch weniger. Ich darf übrigens auch in dem Zusammenhang, was Zinsen betrifft, jetzt nochmal erinnern an unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report. Da geht es ja um Länder, wo die Zinsen wirklich wieder steigen, also wo die Notenbanken auch nicht abwarten, sondern jetzt auf die Inflation schon reagiert haben und die Leitzinsen wieder angehoben haben. Das sind in der Regel Schwellenländer und wir haben dadurch in den Emerging Markets gegenüber den westlichen Ländern jetzt schon wieder ein ganz erhebliches Zinsgefälle auch. Und in diesem neuen Zukunftsmärkte-Report von uns, da geht es darum, wie verhalten sich die einzelnen Notenbanken momentan und welche Währungsräume sind dadurch auch wieder interessant. Die Reports von uns sind gratis und dieser Report, der geht morgen raus. Also nicht vergessen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, jetzt einfach schnell eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. War ein kleiner Exkurs, es gibt noch mehr auf der Welt als die USA, aber wir sind ja bei Gold grundsätzlich. Auf das, was da gerade passiert bei Gold und bei den US-Zinsen, dafür gibt es meiner Meinung nach nur eine einzige Erklärung. Das habe ich neulich auch schon gesagt in meinem Video zur Inflation. Die Anleger nehmen diesen Inflationsschub momentan in keinster Weise ernst. Und die Fed hat ja auch von vornherein gesagt, wir werden auf diesen Inflationsschub nicht reagieren, weil er vorübergehend ist, also per Definition sozusagen. Das haben die jetzt eben festgelegt. Und die Marktteilnehmer, die waren da im Frühjahr noch skeptisch, wie man an den Zinsen sieht, aber inzwischen folgen auch die dieser Argumentation der Fed 1:1. Wenn es nicht so wäre, dann müssten ja bei einer untätigen Notenbank, die wir momentan haben, die Inflationserwartungen erst recht durch die Decke gehen. Und es müsste allein bei der Inflation, die wir jetzt schon haben, entweder Gold deutlich steigen oder die Zinsen oder natürlich auch beides. Und wie schon gesagt, man kann dieser Meinung schon sein, dass die Inflation jetzt wieder zurückgeht, weil vielleicht sind es ja wirklich nur alles Basiseffekte. Aber was ist, wenn es nicht so ist?
dann rennt die Fed sehenden Auges in die Falle. Vor ihren Augen türmt sich eine riesige Inflation auf und sie tut dagegen erklärtermaßen nichts. Und das ist schon sportlich. Ich habe damals vor 5 Wochen in diesem Inflationsvideo eben auch schon gesagt, dass ich Gold für wackelig halte, weil es 3 Bedrohungen gibt. Erstens, dass die Marktzinsen vielleicht doch wieder steigen, kann jederzeit passieren, ist allerdings nicht passiert. Dann, dass wir irgendwelche Hinweise darauf eben kriegen, dass die Inflation tatsächlich nur vorübergehend ist. Auch das kann uns passieren demnächst, ist aber bis jetzt auch noch nicht passiert. Und drittens, dass die Fed vielleicht zeigt, dass sie auf diese Inflation vielleicht doch reagiert. Und das allerdings, dass es eben wirklich passiert. Wenn auch nur im Ansatz. Und das hat Gold jetzt eben unter Druck gebracht die letzten Wochen, weil die Fed eben nach der letzten Notenbankensitzung gesagt hat, vielleicht gibt es ja doch schon 2023 die ersten Zinserhöhungen. Jetzt kann man natürlich sagen, dass da der Goldmarkt komplett überreagiert hat, weil es ist ja völlig lächerlich bei der momentanen Situation, Inflationssituation, wenn die Fed sagt, hey, wartet noch 2 Jahre und schon tun wir was dagegen mit 2 kleinen Zinsschritten dann. Das ist ja nichts und das ist klar, das stimmt auch. Aber man muss da als Goldanleger schon aufpassen, dass man nicht über seine eigene Argumentation stolpert. Mir macht diese Marktreaktion, die wir gehabt haben, jetzt schon Sorgen. Denn wenn es so ist, beim aktuellen Goldkurs, dass der Markt auf so eine lächerliche oder vermeintlich lächerliche Ankündigung der Fed jetzt schon derart panisch reagiert, dann muss man sich ja fragen, was müsste denn die Fed tun, damit Gold wieder steigt? Soll sie jetzt den Leitzins nie wieder anheben? Oder soll sie noch nicht mal im Ansatz laut drüber nachdenken, was gegen die Inflation zu tun, wenn es auch erst in 2 Jahren ist? Den Gefallen wird die Fed den Goldanlegern nicht tun. Die EZB vielleicht schon, also bei uns gibt es ja immer gute Gründe, dass der Leitzins für immer bei Null bleibt, aber jetzt nicht unbedingt in den USA. Und ich muss darum sagen, ich bin für den Goldpreis im Moment schon ein bisschen skeptisch. Ich glaube nicht unbedingt, dass er jetzt komplett durchsackt, aber ich würde auch das noch nicht mal ausschließen momentan. Ich will nur noch mal erinnern an die Zeit nach der Finanzkrise 2008. Da war ja manches ähnlich wie jetzt und da war das Goldpreis hoch, wie Sie hier sehen, auch Mitte 2011 schon erreicht und anschließend ist es dann ja auch wieder stark jahrelang bergab gegangen und zwar trotz Nullzinsen, trotz Geldschöpfung, trotz Eurokrise. Der Witz damals war natürlich, dass man jahrelang schon darauf gewartet hat, dass die Fed den Leitzins endlich wieder anhebt und getan hat es dann erst 2016. Aber trotzdem. Auch hier nochmal Gold versus Realzinsen, das Hoch ganz links beim Goldpreis in Rot, das war 2011 schon. Und obwohl die Realzinsen damals 2 Jahre lang teilweise richtig nochmal nach unten gegangen sind, ohne dass es dem Goldpreis damals was gebracht hat, weil man das damals auch schon nicht ernst genommen hat und weil man damals auch gesagt hat, das ändert sich wieder. Und so war es dann auch, wie man hier sieht, Mitte 2013 und da ist es dann für Gold natürlich erst recht nach unten gegangen. Und diese Erholung der Realzinsen 2013, die ist aber nicht von der Fed gekommen, sondern vom Anleihemarkt. Ich bin kein Anhänger von der These, dass diesmal alles genauso läuft wie damals, ganz im Gegenteil. Aber ich habe leider das Gefühl, dass viele andere Marktteilnehmer genau das glauben. Und allein, dass dieses Muster im Raum steht, allein das ist für den Goldpreis schon eine Gefahr momentan. Auch weil wir über die Dinge, auf die es jetzt ankommt, einfach noch nicht viel sagen können, weil eben die Jahresvergleiche durch Covid-19 total verzerrt sind. Es kommt jetzt natürlich auf die Inflation an in Zukunft. Es kommt auch auf die Wirtschaftserholung an. Das ist ja mal das nächste Thema, ob die nachhaltig ist. Bis jetzt glaubt das jeder absolut, aber das ist ja auch noch nicht bewiesen. Alle glauben es, bis auf die Anleger am Bondmarkt offensichtlich, habe ich einen Eindruck. Es gibt jetzt sicherlich ein paar Zuschauer, die sagen, Goldkorrektur ist mir wurscht, vielleicht kaufe ich dann sogar nochmal nach.
ist meiner Meinung nach auch die völlig richtige Einstellung. Es gibt viele Gründe, um Gold zu haben, und auch ich bin mittel- bis langfristig für Gold optimistisch. Aber ich will es trotzdem hier mal gesagt haben, für die, die jetzt vielleicht kurzfristiger agieren oder die, die vielleicht auch Minenaktien haben, wo man ja eventuell einen ziemlichen Hebel hat auf Gold. Wir können nicht davon ausgehen im aktuellen Umfeld, dass Gold zwangsläufig steigen muss jetzt. Es kann so kommen, aber es gibt auch erhebliche Risiken, und viel von dem, wovon das abhängt, ist einfach zurzeit offen. Und wir müssen, wenn in den nächsten Monaten die neuen Daten reinkommen, wirklich Augen und Ohren offen halten. Und das hier jetzt, das war garantiert auch nicht mein letztes Video zu Gold oder zur Inflation oder zu den Märkten. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn wir es zusammen auch in Zukunft weiter verfolgen würden. Eventuell Sie ja auch als Abonnent von meinem Kanal. Und wenn Sie den Kanal abonnieren, dann auch immer die Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigung, wenn neue Videos dann da sind. Und damit helfen Sie mir natürlich auch. 50 Jahre Ende der Golddeckung, habe ich am Anfang erwähnt. Es ist aber noch was anderes Historisches passiert. Letzte Woche ist Donald Rumsfeld verstorben, der ehemalige US-Verteidigungsminister, der übrigens auch schon in der Nixon-Administration war, zu dem Zeitpunkt, als Nixon das Ende dieser Golddeckung angekündigt hat. Es werden jetzt viele sagen, Donald Rumsfeld war sowieso ein Mistkerl, aber ein berühmtes Zitat gibt es von ihm, für das er wahrscheinlich trotzdem in Erinnerung bleiben wird. Das hat er rausgelassen auf einer von seinen Pressekonferenzen im Irakkrieg. Und es ist was, ich lese es gleich vor, es ist was, das man als Anleger wirklich verinnerlichen sollte, weil eine der größten Gefahren für uns alle, inklusive mich selbst, ist einfach, dass wir manchmal glauben vielleicht, wir wüssten schon alles, alles was gerade passiert und alles was in Zukunft passieren wird. Also, es gibt Bekanntes, es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie wissen. Wir wissen auch, dass es bekannte Unbekannte gibt. Das heißt, wir wissen, es gibt Dinge, die wir nicht wissen. Aber es gibt auch unbekannte Unbekannte. Dinge also, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Dinge, von denen wir noch nicht mal wissen, dass wir sie nicht wissen. Was heißt es für uns? Ich würde sagen, auf jeden Fall dranbleiben an allem und uns nichts vormachen. Nicht über uns selbst und auch nicht über unsere eigenen Überzeugungen. Und wenn Sie noch mehr Dinge wissen wollen, von denen Sie wissen, dass Sie sie momentan nicht wissen, dann darf ich noch mal kurz erinnern an unsere gratis Zukunftsmärkte-Reports www.zukunfts-märkte.de. So gute Infos wie in dem Report morgen, die hat noch nicht mal Donald Rumsfeld gehabt damals. Und um die zu kriegen, haben wir auch noch nicht mal jemanden foltern müssen. Abgesehen mal vielleicht von unserem neuen Redakteur. In diesem Sinne, alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.